Wir haben rund 700 Hauptwohnsitze und ca. 250 Nebenwohnsitze in der Gemeinde Rosenau und sind flächenmäßig eine der größten Gemeinden mit 108,4 Quadratkilometer und haben davon 56% im Nationalpark Kalkalpen. Wir befinden uns da am Fuße des großen Mitterbergs, wo der Mobilfunkmast aufgestellt wird. Der Naturschutz hat uns ursprünglich keinen positiven Bescheid ausgestellt. Ist es besser, wenn es schön ausschaut, oder ist es besser, wenn man Menschenleben retten kann? Und das müssen wir abwägen. Wir hatten sehr großes Interesse der Gemeinde, dass eben die Versorgung verbessert wird. Wir haben Kontakt gehabt mit Blaulichtorganisationen, die uns unterstützt haben dabei, die quasi für uns ein gutes Wort eingelegt haben. In ganz Österreich haben wir immer guten Empfang. Nur da in dieser Region, über den Hengstpass rüber, ist oft jetzt schwierig gewesen. Wenn ein Unfall passiert, ist es sehr schwer möglich gewesen in der Vergangenheit, schnell erste Hilfe herbeizuholen. Es passieren immer wieder Unfälle, speziell bei der Forstarbeit. Wir haben vor einigen Jahren einen sehr schwer Verletzten gehabt hier in der Kletterwand. Da ist einer 30 Meter abgestürzt. Und wenn dann das Funk gar nicht geht, dann ja, wird es schwierig. Und das wird sich mit diesem Sendemast ändern. Hinter mir sieht man in Summe 6 Antennen. Die Anlage ist technisch so aufgebaut, dass das ganze Funkequipment am Masten oben ist. Dadurch verkürzt man die Kabelwege und bringt mehr Leistung zu den Antennen. Das ist in dem Fall sehr nützlich da in dem Gebiet, weil man sehr großflächig versorgen will. Wir werden diesen Standard mit LD800 eben ausrüsten. Mit Bandbreiten bis zu 100, 120 Megabit. Bei der LD800 Frequenzaktion haben wir eine Liste von Gemeinden als Rucksack bekommen, die wir versorgen müssen. Auf dieser Liste ist wieder ein Hakel mehr, um dem Ziel nahe zu kommen und unsere Auflagen zu erfüllen. Der Mast, so wie er jetzt hinter mir liegt, ist 43,5 Meter lang, wobei wir jetzt eben ganz oben sozusagen stehen in den letzten Metern. Er wird am Berg oben aufgestellt auf einer Seehöhe von über 1400 Meter. Mehrere Mastschüsse liegen hier am Boden, die eben dann der Hubschrauber nacheinander abholt. Und das Gesamtgewicht liegt weit über 10 Tonnen. Das Fundament und so weiter ist alles schon vorbereitet. Und er wird dann fix verankert und wird dann hoffentlich sehr lange da oben stehen.